So, hey Leute und dann herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Advance Wars. Im letzten Part haben wir die Panzerpatrouille und alles über TTPs, beides Tutorial-Missionen abgeschlossen und werden uns heute Helikopter.com zuwidmen. Wir sollen Flugeinheiten vorgestellt bekommen und da starten wir das einfach mal. Wir haben ein Problem. Es gibt Schwierigkeiten mit der K-Panzerproduktion, wie hier einfach alles abgekürzt wird. Blue Moon hingegen besitzt mehr als genügend Panzer. Ihnen stehen sicher Einrichtungen zur Massenproduktion zur Verfügung. Ich habe erreicht, dass einige Kampfhelis und Transporthelis von der Front zu uns stoßen, doch viel mehr Feuerkraft verschafft uns das nicht. Versuchen wir dennoch, sie sinnvoll einzusetzen. Die Details gebe ich dir, sobald wir vor Ort sind. Abmarsch! Und ich sag's euch, Leute, diese Mission ist kacken einfach. Man fährt zwar sehr viele Verluste ein mit der Zeit, und ihr seht schon, die Map wird langsam, aber sicher größer. Olaf ist ziemlich raffiniert. Sieh nur, wo seine Truppen stehen. Er steht uns immer einen Schritt voraus. Ich wusste nicht, dass er Flugeinheiten hat. Ich habe ihn unterschätzt. Aber er hat wie erwartet ein paar Kampfpanzer in Stellung gebracht. Ein Frontalangriff wäre waghalsig. Wir müssen entweder seine Akku besetzen oder all seine Truppen schlagen. Aber angesichts Olaf Truppen bleibt uns nur eins. Wir müssen seine Akku besetzen. Könntest du bitte diese Infanterieeinheit als erste anwählen? Ihr werdet gleich sehen, warum es so einfach ist, wie ich das schon sagte. Das gegnerische Akku liegt unter dir. Aber Infanterieeinheiten können das Meer nicht überqueren. Wir könnten dorthin marschieren, aber bei all den gegnerischen Truppen... Hier sind Transporthelis von Vorteil. Erinnerst du dich an TTPs? Transporthelis können wie TTPs Infanterie- und Mecheinheiten laden. Aber auch sie führen keine Waffen und können kein Feuer eröffnen. Nimm jetzt mit dem Transportheli eine Einheit als Fracht auf. Ja, mach ich doch. Ach so, ich habe die schon angewählt. Oh. So. Deine Truppen sind nun Fracht des Transporthelis. Wähle ihn bitte an. Sieh nur seinen Bewegungsradius. Ja, Transporthelis können Gewässer überqueren. Außerdem hat das Gelände keinen Einfluss auf ihren Bewegungsradius. Gut, setzen wir ihn dorthin. Entlade nun die Infanterie mit dem leeren Befehl. So, Leute. Wir müssen jetzt nur zwei Züge aushalten mit möglichst wenig Verlusten und das war's. Nur hier kannst du den Heli leeren. Weißt du warum? Infanterie kann das Meer nicht betreten. Infanterie kann nur auf begehbarem Gelände entladen werden. Vergiss das nicht. Überprüfe, auf welchem Gelände Infanterie entladen werden kann. Du weißt noch, wie man das Gelände überprüft, nicht wahr? R-Taste. Zieh den Cursor auf ein Gelände und drücke die R-Taste. Versuch es ruhig mal. Testen wir nun die Funktionstüchtigkeit des Kampfhelis. Wähle ihn bitte an. Da. Der Kampfheli ist eine Flugeinheit, genau wie der Transportheli. Das bedeutet, Gelände hat keinen Einfluss auf seinen Bewegungsradius. Aber er profitiert auch nicht von unterschiedlichem Gelände. Was irgendwo logisch ist, denn er befindet sich immer in der Luft. Seine Feuerkraft, ja, das solltest du selbst herausfinden. Der Jagdpanzer ist in Reichweite. Teste den Kampfheli. Feuer! So, da attackieren wir den gleich mal. Vom Meer aus, weil es Stil hat. Und wir können gleich mal 5 Punkte Schaden machen. Das ist ziemlich nice. Oh, sogar 6, da war der GV der Glücksfaktor. Sind sie nicht beeindruckend? Kampfhelis können sogar Jagdpanzern schaden. Außerdem sind sie aufgrund ihrer Bewegungsfreiheit gut in Stellung zu bringen. Ich informiere dich nun ein wenig über die neuen Flugeinheiten. Sie gehören beide zur Luftwaffe. Alle bisherigen Einheiten, die du gesehen hast, waren Bodentruppen. Da Flugeinheiten immer fliegen, verbrauchen sie täglich Benzin. Kampf- und Transporthelis brauchen 2 Benzineinheiten pro Tag. Aber du musst dir diese Zahl nicht merken. Merke dir nur, dass sie jeden Tag Benzin verbrauchen. Warum sagst du mir das dann? Nun weißt du alles Nötige über diese neuen Einheiten, nicht wahr? Alles Restliche überlasse ich dir. Möchtest du einen taktischen Hinweis? Nö. Viel Glück. Ich zähle auf dich. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass die ganzen Dicken uns hier nicht fertig machen. Wir können aber nicht 2 Züge lang unbegrenzt zurückweichen. Der hier, also die beiden hier unten, die werden definitiv noch etwas länger brauchen. Wie schnell kommst du? Ach, super. Also ganz ehrlich hier, gerade der hier, der Dicke. Wenn der meinen Jagdpanzer alleine trifft, dann ist er Matsch. Genau deswegen würde ich den gerne mal ein Feld zurückziehen. Weil jetzt trifft ihn bestenfalls noch der Jagdpanzer. Aber da ich den natürlich auch halbwegs abwehren möchte, bringe ich meine Artillerie mal in Stellung. Ja, der TTP, der ist ja eher zur Versorgung gut. Wir brauchen ja eigentlich alle möglichen Truppen, um die Stellung zu halten. Denn wie gesagt, größere Alternativen hast du hier nicht. Also ich wette mal, ich denke mal echt, man kann diesen Kampf hier nicht gewinnen, ohne das HQ zu besetzen. Und gerade deswegen, diese Infanterieeinheiten, die werden eher Kanonenfutter als irgendwas anderes sein.
Und das ist zwar auch ein bisschen traurig, ein bisschen menschenverachtend auch, aber na, was will man machen? Ist halt Krieg, wa? So, du gehst hier hin, da kannst du richtig Fettration geben. So. Und da können wir den Zug beenden. Also wie gesagt, in spätestens 2 Zügen haben wir die Mission 100% gewonnen. Und das macht sie ziemlich einfach. Aber du musst halt zusehen, wie du die Verluste an der oberen Front minimierst. Ich sehe, dass Snell keine Kampfpanzeranstellung gebracht hat. Auf, meine Truppen! Dieses Mal steht unserem Sieg nichts mehr im Weg. Außer dein ziemlich dumm platziertes Hauptquartier, Olaf, aber das ist eine andere Geschichte. So, ja. Aua, 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 aua. Das tat weh. Das gibt eine Beule, mein Freund. Das ist eine ziemlich dumme Entscheidung, by the way. Mit einem Panzer einen Mech anzugreifen, also mit einem angeschwächten Panzer, normalerweise ist das ein guter Zug, weil der Mech kann halt auch nichts machen. Guckt euch diesen Ansturm an, Alter. Wie sollen wir das denn schaffen? Und ja, man kann hier jetzt auch mal ein bisschen, naja, wie soll man sagen, man kann sich das Ganze jetzt ein bisschen einfacher machen. Der hier braucht eh noch einen Zug, um anzukommen. Und bis dahin kann man hier einfach mal, Moment, wie weit kommt der? Das muss ich jetzt auch mal checken. Hier oben. Und hier oben können wir jetzt einfach den Weg blockieren, weil jetzt kommt er hier nicht mehr durch. Und er kann uns auch noch nicht angreifen, denn es ist ja völlig klar. Helis können natürlich auch Helis angreifen. Und das sollte man auch definitiv machen, denn Helis können von nahezu überall her angreifen und sind nicht gerade feuerschwach. Und deswegen war das jetzt sehr wichtig, dass wir den erstmal zerstören. So, unser Jagdpanzer ist relativ nutzlos geworden, hält uns aber noch einen Zug lang den Dicken hier vom Leib, denke ich, oder? Ah, ich würde auf jeden Fall erstmal damit anfangen, dass ich den Mech hier vorziehe, um nochmal ein bisschen Schaden zu machen. Und zack. Bams. Bam. Badam. Denn eigentlich, glaube ich, könnten wir das auch mit einer Infanterie schaffen. 4%? Komm, das müsste es aber sein. Das Lustige ist, man kann in dem Spiel tatsächlich auch mit 0% Schaden Gegner töten, wie auch immer das geht, aber es ist möglich. So. Hier, dann töte du mal bitte den Jagdpanzer. Dann werde ich im nächsten Zug mit der Artillerie den Dicken da angreifen. So, Moment. Oder stelle ich den TTP dahin? Stell den TTP dahin. Der hat hier eh keinen größeren Nutzen. Und gleich dahinter kann ja hier noch eine Infanterie stehen und hier kann ja auch noch eine Infanterie hin. So, ja. Ich muss jetzt einfach zusehen, wie ich aushalte. Ich muss hier jetzt einfach versuchen zu überleben und ja, das ist alles. Viel mehr kann man in der Mission noch nicht machen. Denn, naja, wie gesagt, also man kann gegen diese ganzen Kampfpanzer nichts machen. Das ist einfach ein Fakt. Du stehst der ganzen, dem Ganzen einfach völlig wehrlos gegenüber. Deine einzige Möglichkeit ist es, das HQ von Olaf zu besetzen, was dankenswerterweise auch schon im nächsten Zug passieren wird. Und ich glaube, das werden nur mit 2 Einheiten Verlust sein. Und natürlich haben wir dann im Tempo, ja, volle Punktzahl, ist ja klar, aber, weil wir waren ja hier jetzt schon richtig schnell. Wir können ja allerdings vielleicht noch ein paar Punkte gut machen, wenn wir, jetzt muss ich halt noch gucken, kann ich mit dem Heli noch was zerstören hier? Nee, ich kann den hier aber vielleicht im Teamwork platt machen. Gut, du machst hier kaum Schaden. Machst du an der Mech-Einheit ein bisschen Schaden? 37. Nee, gut, dann machst du den platt. Yep, okay, dann machen wir das so rum. Greifst du den an? Denn ihr müsst wissen, das hat Nell ja auch schon mal gesagt, bei unserer Bewertung spielt es auch eine Rolle, wie viele Einheiten wir zerstört haben. Und genau deswegen ist es jetzt natürlich schon auch recht wichtig, dass wir versuchen, hier jetzt noch ein bisschen Schaden rauszuknüppeln. Ich glaube, ich mache sogar mit dir hier ein bisschen mehr Schaden. Oder mit dir? Ah, ich kann halt hier leider nicht so gut durchstoßen. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir kriegen hier eigentlich keine Einheit mehr klein, so wie ich das sehe. Also, um unnötiges Blutvergießen zu verhindern, wir beenden den Kampf. Also, ihr seht, das ist hier nicht sonderlich schwer. Ihr müsst einfach nur versuchen, die Verluste zu minimieren. Oh. Von seinen eigenen Truppen macht und was auch immer ich davor gesagt habe. Dieser Idiot, der mich spricht, hat mich leider zu schnell weggeklickt. Da kann ich auch nichts dafür. Wie hoch die Qualität deiner Truppen auch ist, sie müssen sinnvoll eingesetzt werden. Naja, ich kläre dich noch etwas über die neuen Flugeinheiten auf. Sie werden auch in alliierten Basen oder HQ nicht mit Munition, Benzin oder TP versorgt. Du hast noch keine gesehen, aber nur in Flughäfen können Flugeinheiten versorgt werden.
Aber TTPs können ihnen Munition oder Benzin zukommen lassen. Wie sie es auch mit Bodentruppen tun. Okay, das heißt, die Helis können nicht in einer Stadt landen, um repariert zu werden. Aber eine Bodentruppe in einem kleinen verschachtelten Panzer kann ein paar Benzinkanister hochschmeißen. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, ist egal. Ich stelle hier mal keine Fragen, das ist halt Spielelogik. Mach weiter mit deiner guten Arbeit. Was zum... Meiner Kuh wurde erstürmt. Nell, du fiese Kleine. Du wusstest, du würdest deinen Frontalangriff nicht überstehen. Also hast du das aus deinem Ärmel gezogen. Aber es ist noch nicht vorbei. Toll, Chitani, du hast gewonnen. Und, ja, Technik im Abzug, das war jetzt klar. So, boah, Leute, wisst ihr was? Wir machen mal noch eine Mission. Speichervorgang beendet. Und zwar Luft... Oh, war es das, was ich jetzt denke? War es die Map? Hier werden Flugeinheiten Benzin verbraucht und Flak-Einsatz erklärt. Oh geil, wir kriegen endlich mal Flak-Einheiten. Gute Neuigkeiten. Die Kampfpanzerproduktion in Orange Star ist erfolgreich. Außerdem erhältst du einige neue und verbesserte Flak-Einheiten. Besprechen wir nun die Vorgehensweise, Chitani. Eine gesamte Kompanie ist verschollen. Sie war auf dem Weg zur Front und führte hauptsächlich Kampfpanzer und Jagdpanzer. Es ist also ernst. Möglicherweise stieß sie auf eine Luftstaffel bestückt mit Bomben. Aber das ist doch unmöglich. Vergiss es, es ist nichts. Ich messe dem Ganzen sicher zu viel Bedeutung bei. Nun, es wird Zeit aufzubrechen. Mission 8, Luftangriff. So. Bam, bam. Nell, du machst deine Truppen schon wieder mobil. Nein, du bist zu spät. Flieg, meine Königin der Lüfte. Schlag die verbliebenen Truppen und zerstört dann Nells restliches Heer. Was? Aua! Seht ihr, das ist die wahre Kraft von Lufteinheiten und jetzt kommt die zerstörerischste Einheit des ganzen Spiels. Der Bomber. Wisst ihr noch, wie viel Schaden wir an einem Kampfpanzer gemacht haben? Mit Mechs. Und jetzt guckt euch diesen Schaden an. Also, ich sag's euch gleich, Bomber und Jäger heißen die beiden. Jäger ist der, der Lufteinheiten angegriffen hat, also gerade unseren Helikopter. Und Bomber greift Boden- und Seetruppen später an. Und wirklich, die beiden sind so OP, die machen so ultra viel Schaden. Beim Heli hält sich das Ganze ja noch in Grenzen, aber... Aber bei den Bombern und Jägern ist das einfach nur noch extrem. Meine Befürchtungen waren berechtigt. Er hat Bomber und Jäger, das sieht wirklich böse aus. Unsere hier stationierten Truppen wurden um einiges dezimiert. Wir müssen Olaf aufhalten, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Das ist ein Wendepunkt, wir müssen stark sein. Zunächst kläre ich dich über eine neue Einheit in deinem Heer auf. Du weißt ja jetzt, wie Kampfpanzer einzusetzen sind, nicht wahr? Andere Bodentruppen können ihnen so gut wie nichts anhaben. Aber, du hast es gesehen, Bombern sind sie schutzlos ausgeliefert. Okay, betrachten wir diese Flak-Einheit. Mal sehen, was sie kann. Wähle sie bitte an. Dieser Kampfheli ist in Reichweite. Öffne das Feuer auf ihn. Guckt euch den Schaden an, Alter! Das ist ein lockerer One-Hit. Und BAMS, das war's. So werden Flak-Einheiten eingesetzt. Sie sind Flugeinheiten hoch überlegen und richten dort enormen Schaden an. Auch bei Bodentruppen, Mech- und Infanterieeinheiten im Besonderen, sind sie effektiver als Jagdpanzer. Aber Jagdpanzern unterliegen sie im direkten Kampf. Du weißt jetzt, wie Flak-Einheiten einzusetzen sind. Übernimm du jetzt. Hättest du gern einen Ratschlag? Nein, danke, Nell. Nun also gut, hier ein paar hin... Mann, das... Oh Gott. Die Jäger und Bomber haben nur noch wenig Munition und Benzin. Anfangs war ich etwas besorgt, aber wir können es doch noch schaffen. Bei Flugeinheiten musst du immer auf den Benzinverbrauch achten. Helikopter verbrauchen, wie gesagt, 2 Benzineinheiten pro Tag. Jäger und Bomber verbrauchen 5 Benzineinheiten pro Tag. Ohne Benzin stürzen sie ab und die Einheiten sind verloren. Mach das Beste aus dieser Info. Über alles Weitere reden wir, wenn die Bomber und Jäger geschlagen sind. Hals- und Beinbruch. Ich zähle auf dich. Das ist wie ein Golden Sun. Sollen wir ihm nicht helfen, Isaac? Ja, nein, nö. Aber du kannst ihn doch nicht so hilflos lassen. Möchtest du ihm helfen? Ja, nein. Oh Gott. Das ist eine Sache, die ich absolut hasse. Wenn dir suggeriert wird, dass du eine Wahl hättest, aber sie gar nicht hast. Aber ich glaube, warte mal, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kam er dort? Bis dorthin? Ja, kam er, aber dann verbraucht er 5 Benzineinheiten und dann stürzt er ab.
Und bei dir ist es, glaube ich, genau dasselbe, zumal du kannst... Ja, du kannst eh nur Lufteinheiten angreifen. Also dahingehend halte ich einfach meine Helis von dir fern und fertig. So, ich möchte gerne die Infanterieeinheit überhaupt erstmal einladen. Und ja, ihr beide stürzt im nächsten Zug eh ab, so wie ich das sehe. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal einen großen Vorstoß wagen. Ich würde sagen, ich blockiere hier erstmal ein bisschen den Weg mit dem Helikopter, weil da kann der Mech hier nicht viel gegen machen, ich glaube. Doch, er konnte Helikopter angreifen, aber nur mit einer einfachen MG. Und ja, das macht halt absolut keinen Schaden. So, kommt der Jäger bis da hoch eigentlich? Nee, locker nicht, okay. Na dann, ziehen wir unseren Dicken hier mit. Die Artillerie, die ist auch wichtig. Kommt der Jagdpanzer bis in den Wald? Nee, leider auch nicht. Da musst du mal besser dahin. So. Hier kommt der Mech rein und stell mal dich da oben hin. Ja, und was ihr hier macht, ihr lauft rum und seht gut dabei aus. So. Dann haben wir alles gezogen. Und dann ist es Olafs Zug. So. Jetzt hat er vielleicht seine Bomber und Jäger gezogen, aber gleich mit dem Anbruch des nächsten Tages verbrauchen sie beide 5 Benzineinheiten und... Oder mit dem Anbruch des nächsten Tages beim Gegner. Hier seht ihr, 0 Benzin, 1 Benzin. Das heißt, er kann sich noch ein Feld bewegen. Nee, er kann sich 2 Felder. Nee, er kann sich ein Feld bewegen, er gar keins mehr und sie werden beide im nächsten Zug hundertprozentig abstürzen. Das ist eine sehr schöne Wendung der Ereignisse. Und was ich hier nochmal zeigen kann, Leute, ihr habt gesehen, der Flak, der macht richtig, richtig heftig Schaden gegen Flugeinheiten und der Schaden gegen Infanterie ist auch echt nicht von schlechten Eltern. Also ich sag mal so, gegen andere Panzer sind Flaks total mies, aber gegen andere Bodentrupps, also gegen Fußtruppen, sind die einfach nur Obersahne, das ist richtig geil. Also die sind da richtig mächtig. Da sind die einfach nur richtig cool gegen. So. Rück ruhig mal vor. Du gehst hier hin, mein lieber TTP. Wobei, du kannst bis auf die Brücke vorrücken. Ist doch Quatsch, wenn ich hier jetzt noch ein bisschen warte. Hier. Den Kollegen, den mache ich kaputt. Weil das ist meine Stadt, so wie ich das sehe. Oder? Ja, doch klar, das ist meine Stadt. Was fällt dir eigentlich ein, versuchen, das einzunehmen? So, warte mal, wie weit kommt denn sein Helikopter? Okay, also bis über den Kampfpanzer kann ich ziehen. Na, da ist ja alles gut. Artillerie, bitte auch nachkommen. Flak kommt auch nach. Ja, und ja. Ob ihr in diesem Kampf hier noch irgendwas machen werdet, ich wage es ja fast zu bezweifeln. Na dann. Gucken wir mal weiter. Ja, wie ich es prophezeit habe, Jäger und Bomber sind weg und jetzt haben wir einen ziemlich großen Vorteil gegenüber Olaf. Er kann jetzt praktisch nichts mehr machen, außer seine Panzer hier ein bisschen vorziehen. Bam, bam. So, und da kommt jetzt natürlich schon mal der erste Treffer mit meiner Artillerie. Ich greife mal lieber den da hinten an. Das hat einfach den Grund, dass der vordere, der wird jetzt eh gleich von meinem Kampfpanzer weggesmackt. Den musste ich jetzt beim besten Willen nicht anschwächen. So. Ja, 85. Der kann danach auch nichts mehr machen. Also im Idealfall eint Olaf die noch. Dann ist er komplett wehrlos. Da kann er gar nichts mehr machen. So, kannst du... Ja, perfekt. Du kannst ihn sogar auslöschen und... Der Heli... Ja, der kriegt den auch klein. Aber ich muss hier immer im Auge behalten. Ja, böse Falle. Der kann mich dann nämlich angreifen und das ist dann natürlich nicht so cool. Das heißt, na gut, die beiden Panzer da alleine, die sind keine Gefahr mehr für mich. Ich greife den hier jetzt nur einmal an. Einfach nur, damit er nicht einnimmt, damit er hier nicht alles einnimmt. Und den hier schwäche ich auch an. Also wie gesagt, im Idealfall wird Olaf die im nächsten Zug einen, alle beide. Und dann habe ich hier natürlich sehr leichtes Spiel. Sein Helikopter kann hier nichts angreifen, sehr gut. Dann versuche ich mich mal mit dem T-Heli hier unten durchzumogeln und kommt mein... Sehr gut, mein Jagdpanzer kommt sogar da oben hin. Und ja, der TTP gibt fleißig Rationen weiter. Und die Infanterie hat es endlich mal geschafft aufzuschließen. Wo gibt's denn sowas? Wo schließt denn die Infanterie noch auf? So,
Und Ende. Kleinen Moment, Leute. Ich muss mal ganz kurz einen Schnitt setzen. So, Leute, da bin ich wieder. Es gab nur jetzt einen kleinen Zwischenfall. Mein Handy, das neben mir lag, hat geklingelt. Und da wollte ich dann jetzt schon rangehen. So. Den haut erstmal meine Artillerie weg. Weil ich meine, ich muss ja hier keinen Schaden provozieren, den ich nicht nehmen muss. So. Bringe ich den Flak mal lieber hier oben in Stellung, oder? Eigentlich könnte ich doch hier oben mal... Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden ich von dem Heli nehmen würde. Normalerweise würde ich ja meinen Flak einfach da oben hinstellen. Ich traue der KI echt zu, dass die dumm genug ist, ihn anzugreifen. Aber dann habe ich halt keine anderen nennenswerten Angriffsmöglichkeiten mehr. Das heißt, ich stelle hier mal wieder... Ich mache mal wieder hier die Nummer mit dem TTP. Dass der angegriffen wird. Und dann kommt halt danach mein Flak. Und rotzt ihn weg. So, so, ja, du... Heißt doch von unten her an. 75%. Gut, da bleiben nur noch 2 Punkte übrig. Da kann ich jetzt eigentlich... Kommt der Jagdpanzer? Ja, natürlich kommt der Jagdpanzer daran. Wobei der Jagdpanzer kann eigentlich auch... Ja, da muss ich hier jetzt keine Munition vom Kampfpanzer dafür ver... Ach, ich rück mal erstmal den Kampfpanzer mit vor. Den werde ich, denke ich, an, den werde ich vorne, denke ich mal, eher brauchen als da hinten. So, und dann wird jetzt noch der Jagdpanzer hier nachgezogen. Oder warte mal, das wäre natürlich noch besser. Wie viel Schaden mache ich dir? 38. Ah. Na Moment, wie viel besetzen ist denn hier noch? 7. Naja, gut. Danach reißt ihr hier eh nichts mehr, also... Ja, ein Punkt noch. Da kann ich den auch hier oben lassen, der ist echt keine Gefahr für mich. Also so auf die Weise ist der echt keine Gefahr. So, die anderen können ja auch mal versuchen überzusetzen. Außer der Mech. So, und der T-Heli. Ich weiß halt nicht, kommt der so weit? Nee, kommt er nicht. Gut, dann kann ich ja hier unten schon mal damit anfangen. Nee, wobei... Ey, hier wird er noch früh genug hinkommen. Das heißt, hier hin, Heli, und entladen. So, das war's dann auch schon mit meinem ersten Zug hier. Und er versucht natürlich weiter einzunehmen. Und perfekt, er hat angebissen. Er hat meinen Köder geschluckt. Das endet dann nicht gut für ihn. Das kann ich schon mal prophezeien. Warum habe ich den TTP eigentlich ausgeladen? Na, wahrscheinlich aus Angst, dass es ihn erwischen könnte, aber naja. Dazu ist es ja letztendlich nicht gekommen. Und jetzt erwischt es den Heli. Und Olaf guckt ganz überrascht. Was ist das denn? Wie konnte das denn jetzt geschehen? So, Infanterieeinheit bitte mal einladen. So, bis dahin. Oh, ich flieg mal kurz mit dem T-Heli zurück. Da kann ich vielleicht noch eine weitere Einheit abholen. Kann der so weit laufen, der mich? Nee, kann er leider nicht. Das funktioniert hier auch nicht. Oder komme ich bis an die Stadt ran? Nee. Nee, 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 nee. Das wird so nichts. Da komme ich aber auch mit der Infanterieeinheit hier nicht hin. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Aber den Heli, den ziehe ich vor. Und den jetzt ziehe ich mal kurz zurück. Da kann ich ja am nächsten Zug trotzdem noch eine Einheit einladen. Und ich ziehe auf jeden Fall auch die Artillerie mit vor, das ist klar. Den TTP, der kann hier vorne schon mal ausladen. Und, wobei, nee, da werde ich ja angegriffen, das ist blöd. Du gehst dahin. Ich kann ja auch erstmal Jagd- und Kampfpanzer wegziehen, da habe ich hier ein bisschen mehr Platz für Aktionen. So. Genauso habe ich wieder deutlich mehr Platz geschaffen. Hierhin bitte. Ihr könnt auch noch vorrücken. So. Mal gucken, was ich davon jetzt noch alles einlade. Der TTP wird im nächsten Zug auch hundertprozentig noch zurückfahren. Problem ist jetzt hier, das wird wieder tempotechnisch eine absolut miserable Bewertung werden.
Denn ich muss hier jetzt natürlich auch erstmal meine ganze schlagkräftige Truppe, also gerade jetzt auch meine Artillerie, mein Helikopter, mein Jagdpanzer und mein, vor allen Dingen natürlich mein Kampfpanzer. Den muss ich hier jetzt natürlich nachziehen, das ist klar. So. Moment, wenn du auf dem Berg angreifst, dann stehst du hier oben im Wald. Da kann ich dich treffen, das ist natürlich sehr nice. Ich glaube, das mache ich sogar, weil... Ja, ich denke mal wirklich, der wird so dumm sein und den Helikopter angreifen. Und dann steht er da und kann von meinem Jagdpanzer, Kampfpanzer getroffen werden. Ist ja kein Jagdpanzer. So, du stellst dich mal hier rein in die Stadt. Du wirst im nächsten Zug die Artillerie angreifen. Und dann sollten wir eigentlich im nächsten Zug schon eine ganze Menge Schaden hier rausknüppeln können. Kommt ja auch irgendeine Infanterieeinheit so weit? Natürlich nicht. So. Der TTP, der fährt auch mal zurück. Und lädt hier auch eine Infanterieeinheit ein. Die beiden Mechs. Ihr bleibt erstmal hier. Wobei hier, der Flak, der kann auch noch mal vor. Vielleicht macht er auch noch ein bisschen Schaden später. So, ja, und was du machst, du wartest hier eine Runde. Damn. Ja, perfekt. Er ist auch mal wieder auf diesen Köder angesprungen. Und macht kaum Schaden. Wir allerdings auch nicht. Gut, das ist egal, denn der richtige Schaden, der kommt ja jetzt erst. So, auf jeden Fall erstmal ein Treffer mit der Artillerie. Im Idealfall kriegen wir jetzt 4 Punkte Schaden daraus. Japp, ist aufgegangen. Perfekt. So, wie viel Schaden mache ich denn mit ihm hier? Jo, perfekt. Wir kriegen ihn platt. Also dann würde ich sagen, dann ist das hier jetzt auch schon sein letzter Zug gewesen. Denn wir können jetzt... Denn wir können jetzt mit Helikopter und unserem Jagdpanzer die Artillerie angreifen. Und das sollte eigentlich sein Ende sein. So, Moment. Dahin bitte. Ach, leider doch nicht. Na gut, aber im nächsten Zug. Im nächsten Zug war es das für ihn. Das hält er auf keinen Fall noch einen weiteren Zug durch. Ich kann hier noch ein bisschen weiter einnehmen. So, und hier mein Transportheli, der geht hier hin, entlädt. Dann kann ich im nächsten Zug auch noch da ein bisschen was besetzen. Und ihr könnt jetzt auch mal über die Berge kommen. Ihr hattet leider kaum eine Verwendung in dieser Schlacht, das tut mir sehr leid für euch, aber... Jetzt hätte ich den Flak respektive echt gerne nochmal auf eine Stadt gezogen, einfach damit er sich wieder voll heilt. Naja, egal. Ich würde sagen, der Heli darf das beenden. Immerhin heißt die Mission auch Luftangriff, also hat er sich das schon verdient. Außerdem hat er den Kampfpanzer vorgelockt und dafür bin ich ihm ziemlich dankbar. Nun, wir wissen, dass Olaf seine Bomber und Jäger bereitgestellt hat. Die Tatsache, dass er es versäumte, sie zu versorgen, hat uns gerettet. Viel Glück beim nächsten Einsatz. Mach weiter so. Ach, wir haben vergessen, Benzin nachzufüllen. Was denken sich diese Idioten bloß? Ist es denn wirklich so schwer? Verdammt. Wartet nur bis zum nächsten Mal. Hervorragend, Chitani. Ah, ich weiß. Warum ist ein Tempo jetzt so mies gewesen? Wir sind doch da voll durchgerusht. Ich glaube, na, wir hätten es in ein, zwei Tagen früher hätten wir das vielleicht schaffen können, aber viel schneller hätte das nicht funktioniert. So, ich würde gerne speichern. So. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Part, Leute. Im nächsten Part wenden wir uns der Luftabwehr zu. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Part. Ich meine, wir haben ein richtiges Novum kennengelernt. Ich meine, wir können jetzt sogar in der Luft kämpfen. Und im nächsten Part beschäftigen wir uns damit, wie wir Lufteinheiten abwehren können. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Ich hatte es auf jeden Fall. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal auch wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.